Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons Pioneers of Oliftown. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. So, wir machen natürlich weiter mit diesem Spielchen. Oh, wie süß, deine Haare sind ganz vertaut. Hast du dich nicht gekämmt? War nur ein Scherz. Deine Haare sind okay, versprochen. Ich hätte mich jetzt auch um nichts anderes hätte ich da mich gewundert. So, wir haben immer noch die Aufgabe, Herzspinat, Daikonrettich und goldenen Chinakohl herzustellen. Das ist natürlich immer noch schwierig. Wir sind, glaube ich, immer noch im Winter. Aber wir wollen ja weitermachen. Wir wollen ja die Aufgabe auch noch erledigen, ne? Der Rettich braucht natürlich noch ziemlich lange hier. Und mein Spinat ist leider... Oh, Moment, hier sind Karotten fertig. Es ist sehr gut, die kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Und weiter ist hier leider nichts, außer die Melonen, die ich ja jetzt eigentlich gar nicht mehr brauche. Ah, ich habe Melonen, ich habe und ich habe aber keinen Spinat. Der Spinat, der wird hier erst noch verarbeitet. Okay, Chinakohl. Das ist schwierig natürlich. Ich muss schauen, wo das... Lass mich mal durch. Ich brauche noch mal 8. Ja, komm, wir können noch mal Kartoffeln anbauen hier. Wir haben ja noch den 16. Wintertag erst. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, müssen aber schauen, dass wir endlich Spinat anbauen können und den dann halt weiter vermehren. Das ist halt unsere Aufgabe jetzt noch. Und den Rettich auf jeden Fall müssen wir auch noch... zum Wachsen bringen. Und ich muss aber erstmal schauen hier. Unser Honig ist auch fertig. Wunderbar. Wie viel... mir gerade mal einen 10er-Samen rausgekriegt. Da sind 2 fertig. Das heißt, ich brauche aber noch mal 2 Samen. So, dann machen wir mal die Pilze hin hier. Und Honig ist fertig. Das heißt, ich brauche auch wieder 6 Blümchen, die ich mitnehmen kann. Guck mal, da haben wir 6 Zehner Blumen, dann nehmen wir die natürlich mit und verarbeiten hier gleich unseren Honig. Da habe ich... Oh mein Gott, da habe ich gar nicht gepflanzt, oder? Oder habe ich den schon rausgeholt? Bin ich mir jetzt echt gar nicht so sicher. Ich werde mir natürlich erstmal die Eier schnappen hier, die wir hier noch über haben. Das sollten eigentlich alles 10er Eier sein. Und neue Hühnchen haben wir hier auch. Ach, ich muss erstmal auf jeden Fall wieder ein bisschen reinkommen. Ich nehme immer 2-3 Folgen auf und da die ja nur am Wochenende erscheinen, die Folgen, spiele ich das halt nicht komplett, aber wir sind bis jetzt eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich weiß gar nicht, kann ich die Tiere jetzt rauslassen, dadurch, dass Sonne ist? Ja! Die können sogar raus. Und das im Winter. Na, das ist doch super. Na, habe ich noch ein bisschen Platz? Ich habe sogar noch ein bisschen Platz. Das heißt, ich werde hier mal schnell zu meinen Tieren reingehen. Es wurde auch, glaube ich, gefragt, wo ich die pinkfarbenen Häschen her habe. Die pinkfarbenen Häschen, die habe ich, ich glaube, im 3. Gebiet gefunden, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich habe mir die jetzt nicht gekauft oder so. Wir nehmen natürlich auch die komplette Milch mit und dann werde ich den Honig noch verarbeiten. Und dann werden wir in unsere Gärten schauen. Erstmal die Milch jetzt. Ich weiß nicht... Eier hatte ich ja alle komplett verarbeitet jetzt. Aber Milch habe ich definitiv noch ein bisschen da im Inventar. So. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal hier hinter zum... Oh, da ist auch eine Kiste freigelegt worden. Das heißt, das kommt hier rein. Die Kiste kann ich wahrscheinlich jetzt nicht komplett mitnehmen. Dann würde ich mich erstmal hinten um den Honig kümmern, bevor ich hier auch die Blumen... ernten kann. Und eigentlich müsste ich hier zu den... der ist nämlich auch fertig hier komplett.
So, kann ich den alles mitnehmen? Ich habe sogar noch Platz. Super, das heißt, ich kann auch... Lass mich mal durch hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf Mal Pilze kann ich hier auch anbauen. Erstmal am besten hier 10-mal Honig. 10-mal Honig, dann nehme ich die Pilzsporen mit. Und dann packe ich hier oben in die große Maschine noch den Honig rein und nehme auch die Pilzsporen mit. Das war verkehrt. Mal gucken, hier haben wir 8 Stück. Ja, das reicht auf jeden Fall. Aber Blumen brauche ich halt noch, ne? Dann habe ich wieder eine Weile Ruhe, was hier die Pilze und den Honig angeht. Warte mal, 1, 2, 3, 4 mal 4 Blumen brauche ich, ne? 1, 2, 3, 4, ja. 4 Blumen. Ich habe hier ja Gott sei Dank eine Kiste stehen. Da kommt das alles rein. Und dann kann ich hier 4 Blumen rausnehmen. Und dann kann ich gleich 9 Honig produzieren. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, habe ich jetzt noch Platz für ein paar Eierchen? Ich habe definitiv noch Platz für Eier. Ich könnte natürlich auch mal schauen gehen, was hier unsere Alpakas machen. Okay, euch geht's gut, aber euch kann ich auch rauslassen, weil, wie gesagt, es ist Sonne. Ihr wollt ja auch mal wieder an die frische Luft. Meine Hühnchen kann ich auch gleich rauslassen. So, und dann kann ich mir die restlichen Eier noch schnappen. Und bei den Kühen müsste ich eigentlich auch vorbeischauen. Die geben mir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Milch. Was haben wir denn hier für ein Ei? Oh, das ist nur... Das sind nur 2 Fünfer-Eier. Das war jetzt nicht so gut, ne? Aber ich muss erstmal ein bisschen was loswerden. Deswegen nehme ich hier erstmal den schnellen Weg und dann sage ich, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Da habe ich noch Samen und Honig. Oh Moment, die Butter brauche ich auch nicht. Die Marmelade kommt hier rein. Hier kommt gleich der Stoff rein. Im Moment Honig kann ich, glaube ich, auch noch mal 5 hier. 5 hier. Die Wolle da, das Ei nicht. Die Starke-Pilz brauche ich noch, die Eier. Ah, das mit dem Spinner dauert mir halt alles ein bisschen zu lang gerade. So, warte mal, dann kommt das hier hin. Dann habe ich ja noch ein paar Eier. Meine Tiere hier sind draußen. So, jetzt habe ich nur noch ein paar Samen und ein bisschen... Okay. Milch hole ich noch. Milch hole ich jetzt noch. Bin auch auf dem Weg. Vorher packe ich die Melonensamen hier noch rein. Die habe ich irgendwie vorhin total vergessen. Dann machen wir schnell mal einen Abstecher hier rein, ob die schon fertig sind. Aber ich glaube nicht, denn wir brauchen auch halt keine Melonen jetzt mehr. Vielleicht mache ich die anderen Rettiche dann dort rein. Muss ich mal schauen, wie viel schwere Objekte wir bekommen. Ah, wir haben einiges bekommen, aber Milch abholen dürfte eigentlich noch drin sein. Diamanten sind auch fertig. Ah, hier ist auch zu wenig Platz noch. Na gut, dann gehen wir erstmal melken. Schauen, dass ich hier auch die komplette Milch noch mitbekomme. Am Morgen könnte auf jeden Fall der Spinnert wahrscheinlich fertig sein. Zumindest, dass ich einmal Spinnert anpflanzen kann. So, jetzt kann ich nämlich die Neunermilch nicht mitnehmen, weil ich keinen Platz mehr habe. Das heißt aber auch, ich pack mal die Butter hier raus. Nehm lieber die Neunermilch mit, lass die Tiere raus, pack die Milch weg. So, die werden sich natürlich hier alle überall verteilen. Warte mal, ich habe ja keinen Platz. Ich muss erstmal die Milch loswerden.
Eier habe ich auch noch zwei und die restliche Milch kommt dann hier rein. So. Das ist alles eigentlich ganz gute Milch gewesen, die ich mir hier aufhebe. Soll ich jetzt die Butter noch mitnehmen? Na, eigentlich brauche ich die Butter ja gar nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Geldnot. Ich habe halt nur Probleme, dass ich Spinnertsamen irgendwo brauche. Wir könnten natürlich noch zum Museum gehen. Kriege ich denn hier noch was rein? Ein bisschen was passt hier noch rein. Hier ist auch noch ein bisschen Luft, aber auch nur zwei. Und dann packe ich die anderen drei hier rein. Und dann müssen wir auf jeden Fall irgendwann zum Museum gehen, zu unserer liebe Raina. Und das alles wegschaffen. So, das sieht ganz gut aus. Spinnert braucht halt noch. Und warte mal, jetzt einmal Spinnert fertig. Okay, wann wächst Spinnert? Wächst im Herbst 4 Tage. Das heißt, ich werde auf jeden Fall den Spinnert anbauen, damit ich mehr Spinnert bekomme. Das heißt aber auch, wir müssen in den Herbstgarten gehen. Wir müssen da ein bisschen Platz schaffen. Und das wird natürlich jetzt hier gerade ein bisschen kompliziert. Obwohl, warte mal, ich kann den... Das ist sehr gut hier, das ist alles nämlich fertig. Dann werde ich das erste Feld hier auf jeden Fall freilassen, was den Reis angeht. Obwohl hier oben wäre, theoretisch gesehen, denke ich mal, auch noch Platz, weil die Tomaten, ja, die sind alle weg. Okay. Das Feld hier mit den Tomaten ist auch abgeerntet. Sehr gut. So, dann kommt hier auf jeden Fall gleich Reis rein. Hier kommen Tomaten rein. Tomaten. Ein bisschen Reis. Oh, ich hab eigentlich genug Reis. Warte mal. Also, das brauche ich noch. Jetzt muss ich erst. Auf jeden Fall hier erstmal. Hier kommt der Spinnert rein. Tomatensamen habe ich 18. Also, hier unten packe ich alles voller Reis, denke ich mal. Der bringt, glaube ich, auch relativ viel Geld. So, Tomaten, 18 Stück reichen da natürlich nicht aus. Ich habe aber mehr Tomaten. So, das kommt hier rein. Guck mal, ich habe 400 noch was an Tomaten hier. Pack mal alles voll. Aber wichtig ist, wie gesagt, der Rettich, der Chinakohl, das ist, glaube ich, sogar alles im Winter, wenn mich das nicht täuscht. Ich weiß das jetzt nicht mehr ganz genau. So, das verkaufe ich alles, das verkaufe ich alles, das verkaufe ich alles, das lasse ich frei. Da oben sind die Tomaten. Die Bäume sind noch nicht fertig. Hier sind zwar... Doch, hier kann ich irgendwas ernten. Goldene Äpfel. Ich habe 5 goldene Äpfel bekommen. Wahnsinn. Okay, vielleicht sollte ich die aufheben, aber ich glaube... Die könnte ich theoretisch gesehen auch zur Marmelade verarbeiten. Dann kriege ich 15 mal Marmelade raus. Ja, komm, die goldenen Äpfel kommen weg. Hier wird alles voller Spinnert irgendwann mal sein. Und ich glaube, im Wintergarten müsste ja der Rettich und der Chinakohl sein. Aber der dürfte normalerweise noch nicht fertig sein, weil er ist noch nicht so lange angebaut. Naja, genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Das braucht alles noch ein bisschen. Aber das wächst schon vor sich hin. Oder hatte ich irgendwas im Frühling? Hatte ich da irgendwas im Frühling? Der Rettich. Ach, wenn man so lange nicht mehr gespielt hat, kommt man da nicht mehr rein. Aber das könnten Melonen gewesen sein hier, wenn mich nicht alles täuscht. Avocados kann ich mitnehmen. Kirschen kann ich mitnehmen. Na komm, ernte bitte die Avocados.
Und aus den Kirschen kann ich ja gleich wieder Marmelade machen. Oh, hier sind auch noch... Sind auch noch Kartoffeln fertig und auch wieder Sternkartoffeln. Jetzt, wo ich die Sternkartoffeln nicht mehr brauche, ist das okay. Naja, wir packen aber nochmal hier. Wir packen hier mal komplett Kartoffeln rein. Dann kommt hier die 10 Kirschen. Avocados kann ich eh nicht machen. Kann ich denn hier was anbauen? Ja, da kann ich nämlich den Rettich anbauen. Den brauche ich nämlich. Ist auch richtig, dass der im Frühling wächst. Frühling und Winter, ja. Dann kommt der gleich hier hin wieder. Und dann könnte ich eigentlich aus dem Rettich noch Samen machen. Aber Rettich... Doch, Moment, ich habe hier noch 33 mal Rettich. Das heißt... Hier kommt noch Rettich rein. Und hier kommt noch Rettich rein. Dann kommt der andere Rettich da zurück. Und hier habe ich sogar noch Brokkoli, aber halt Spinat fehlt mir. Und Spinat brauche ich ja im... Was war das? Im Herbst brauche ich Spinat. Oh mein Gott. Aber das wird auch mit dem Chinakohl. Ich weiß nicht, im Sommer war, glaube ich, nichts von denen, die ich noch brauche. Nicht mehr der Chinakohl. Und es ist schon wieder so spät. Ich muss eigentlich komplett ins Bett hier. So, die Avocados verkaufe ich. Die Kartoffelsamen hebe ich auf. Auch die Sternkartoffeln hebe ich auf. Da habe ich aber schon 104 jetzt. Und da unten könnte ich noch was herstellen. Die Kartoffeln ist ja im Winter. Ja. Dann muss ich mal schauen, was ich hier unten noch finde, um hier die eine Samenmaschine auf Vordermann zu bringen. Ich könnte natürlich Weizen herstellen. Da habe ich noch 10. Spinat fehlt mir halt. Das ist ein bisschen blöd. Ja, komm, dann machen wir ja 10 mal Weizen. Na, da nicht. Aber hier kann ich... Weizen kann ich hier nicht draus machen. Ah, da brauche ich so ein anderes Ding, ne? Aber Weizen kann ich auch nicht hier reinpacken. Hier kann ich Weizen reinpacken. Da kriege ich Mehl raus. Na gut, dann machen wir das halt so. Und dann kommen hier... Warte mal, hier ist Chinakohl. Chinakohl brauche ich natürlich auch noch. Dann packe ich hier den Chinakohlsamen rein. Dann kriege ich vier Samen dort raus. Hier ist sogar schon ein bisschen Honig fertig. Ich denke mal, oben ist auch noch Honig fertig. Den werden wir noch holen, dann ist unsere Folge schon wieder vorbei. Ich kann auf jeden Fall... Einmal Ei und zweimal Milch. Einmal Ei und zweimal Milch. Packen wir natürlich gleich alle rein. So, und nochmal die Mayonnaise können wir auch noch mitnehmen. Und dann schauen wir natürlich hier oben noch zu unserem Honig. Und was haben wir denn heute für einen Tag? Heute ist Montag. Also Dienstag ist... Oh, die Blumen sind auch fertig. Das schaffe ich jetzt nicht mehr, die neu zu ernten. Obwohl, doch, ich krieg das noch hin. Zu ernten und zu sehen. Wollen wir mal beim Honig hier vorbeigucken. Sehr schön. Da gab es definitiv einiges an Honig, der auch einiges an Geld bringt. Obwohl ich ja immer wieder sage, ich brauche kein Geld. So. Die nehmen wir mit. Die sind noch nicht fertig und die sind auch noch nicht fertig. Gut, vielleicht können wir da ja sogar neue Samen draus machen. Wir haben 4 Samen und die sind für den Winter. Ja. Nicht hängen bleiben. Dann packe ich hier die restlichen Samen, die wir jetzt hergestellt haben, hier hin. So, die Blumen hebe ich mir natürlich auf. Da wär... Ach du dicke Kuh, geh mal weg, du dicke Kuh. So, 4 weitere Diamanten. Wie viel haben wir denn da? Wir haben 5 Stück. Na, wir heben die mal auf jeden Fall auf, packen die Blumen damit hin. Den Rest müssen wir nämlich verkaufen. Das kann ich noch mitnehmen. Das, oh, da kann ich noch mal Milch.
Kann ich sogar noch zweimal Milch herstellen wieder. Also dann nehmen wir die 5er Milch und die 5er Milch. So, da. Also die Produktion hierfür für Olivetown läuft auf jeden Fall ganz gut. So, jetzt ist der Honig noch fertig, der Honig noch fertig. Gleich vor allen Dingen nochmal. Marmelade, Marmelade. Oh, wir können auch einiges verkaufen jetzt hier. Kriege ich natürlich nicht rein. Nicht gut. was packe ich denn da raus? Hebe ich mir die... Komm, ich hebe mir mal die auf. Und die Tomaten hebe ich mir auch noch auf. Hätte ich theoretisch gesehen die anderen verkaufen. Was werden hier jetzt noch fertig? Hier wäre der Chinakohl fertig. Na, den brauche ich jetzt sowieso nicht mehr. Den brauchen wir erst in der nächsten Folge eigentlich wieder. Gut, dann ab ins Bett. Dann werden wir morgen zu Rainer gehen. Nicht morgen, aber in der nächsten Folge. Hallo, meine kleine Mia. Brrr, ist kalt draußen, ne? Na komm, Hundi, du willst gestreichelt werden. Ich merke schon deine Zuneigung. Unsere Mieze wird auch gestreichelt. So. Miau. Oh, ist das süß. Gut, aber wir sind durch. Wir gehen ins Bett. Ist morgen irgendwas Besonderes? Nein, außer ein Geburtstag. Unsere Mia schläft. Wir gehen schlafen. Da haben wir die Folge auch schon wieder überlebt, überstanden, geschafft. Je nachdem, wie man es nimmt. 150.000 haben wir gemacht. Das ist sehr gut. Ich würde sagen, wenn kein Hühnchen schlüpft, sehen wir uns in der... es passiert was. Es schlüpft irgendwas. Ja. Ein Babybüffel erblickt das Licht der Welt. Das heißt, ein weiterer Büffel und dann ist unser Stall, glaube ich, auch komplett voll jetzt. Also wir können auch kein weiteres Jungtier, denke ich mal, akzeptieren. Ist vielleicht ein komischer Name oder hatte ich den schon mal? Minze? Minze ist doch ein schöner Name. Ja, bestätigen bitte. Und noch ein Alpaka. Unser Alpaka-Stall füllt sich auch langsam. Das heißt, ich kann vielleicht ein anderes Alpaka wieder mal freilassen, damit wir uns da immer... Obwohl, bei den Alpakas weiß ich nicht, ob da gibt es ja nur Wolle oder goldene Wolle. Da gibt es jetzt nicht so einen großen Unterschied. Siri? Wer es weiß, Witcher 3. Aber jetzt sind wir durch, denke ich mal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.